Bastian! Komm mal schnell! Ja! Los, beeil dich! Was ist denn los? Ist jemand gestorben oder was machst du hier so einen Stress? Gestorben? Nee, nicht direkt. Egal, hier! Du hast 500 Abonnenten! Oh, echt? Zeig mal! Krass! Echt krass? Ich kann gar nicht glauben, dass es 500 Menschen gibt, die dich regelmäßig sehen wollen. Was soll das denn bitte schon wieder bedeuten? Ja, du hast keine besonderen Bäume, du hast keine Ahnung von Bonsai, weil du noch blutiger Anfänger bist und siehst doch nicht so gut aus wie ich. Moment, ich sehe ganz genauso aus wie du. Ich habe wohl Ahnung von Bonsai, mehr als du. Und meine Bäume gefallen nicht nur mir, sondern meinen Zuschauern ebenso. Sonst wären es ja nicht mittlerweile 500 Abonnenten. Alles eine Frage der Perspektive. Vielleicht haben die dich auch nur meinetwegen abonniert. Alter, kaum eine Minute mit dir an einem Tisch und schon gehst du mir wieder tierisch auf den Sack. Was stimmt nicht mit dir? Ja, sorry, ich wollte gar nicht rumstressen. Eigentlich wollte ich dir nur mein Geschenk zu deinen 500 Abonnenten geben. Also ist doch jemand gestorben. Wieso schenkst du mir einen toten Baum? Und warum sieht der so aus? Ich hatte schon früher damit gerechnet, dass du die 500 knackst. Und jetzt hat es halt länger gedauert. Und ja. Du hast früher damit gerechnet? Eben hast du noch gesagt, dass du es gar nicht nachvollziehen kannst, warum ich überhaupt 500 Abos erreicht habe. Bist du schizophren? Jetzt bleib doch mal locker. Das Geschenk ist halt nicht der Baum, sondern diese wunderschöne Schale mit Totholz. Und die blaue Schale macht definitiv mehr her als deine Schlüpferblaue vom letzten Mal. Die schlüpferblaue Schale mit dem Dreispitzahorn, der übrigens noch kein Totholz ist, hat der Mehrheit meiner Zuschauer gefallen. Find dich damit ab, du hast in diesem Punkt einfach keine Ahnung. Alles eine Frage der Perspektive. Nun ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese wunderschöne Schale zu meinen 500. Gerne. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, über meine Festanstellung zu sprechen. Über deine was zu reden? Meine Festanstellung. Wenn du jetzt die Kommentare unter unserem letzten Video gesehen hast, dann weißt du sicher, dass deine Zuschauer von mir begeistert waren. Jetzt wirst du aber größenwahnsinnig. Okay, alles eine Frage der Perspektive. Ich finde, ich sollte regelmäßiger bei dir mit in den Videos auftauchen. Und wer es noch nicht gesehen hat, hier oben ist es verlinkt. Schaut euch mal rein. Ich werde mal in einer ruhigen Minute drüber nachdenken. Mach dir aber nicht allzu große Hoffnungen. Ja, in Ordnung. Und jetzt willst du noch eine Dankesrede halten, so wie bei den Oscars. Hast zwar nicht die richtigen Klamotten an, aber wollen wir nicht so sein. So eine richtige Rede wie bei den Oscars? Ja. Also wo ich dir so eine richtige Ohrfeige verpasse? Ganz so krass muss es jetzt ja nicht sein, aber du bist ja heute auch wieder super nett zu mir. Okay, also, liebe Abonnenten, vielen Dank, dass ihr mich bis hierhin so zahlreich unterstützt habt. Innerhalb von 4 Monaten ist das schon ganz schön krass, so weit zu kommen, vor allem mit dieser Art von Format. Danke. Ich danke natürlich auch meiner Frau, die zwar nicht so viel für kleine Bäume hat wie ich, aber mich trotzdem immer machen lässt. Ich danke meinen Eltern, die mir meinen ersten Baum damals geschenkt haben. Stefano, der immer meine ersten Video-Reviews macht. Alle anderen Bonsai-Spieler, die uns hier regelmäßig mit Tipps und Ideen mit ihren Videos versorgen, wie zum Beispiel Olga von My Bonsai & Call, Patrick von My Trees in the Pot, Werner von Every Cut Matters, Josef von Josef. Warte. Ich muss dich unterbrechen. Es sind nur noch 499 Abos. Echt? So ein Mist. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Hast du nicht noch einen Baum, an dem du etwas zeigen kannst oder so? Nee, da habe ich jetzt nichts vorbereitet. Und an deinem kann man ja nicht mehr so viel machen.
Dann mach doch Werbung, dass die Leute auf dein Abo drücken sollen, damit du auch bald die 1000 voll hast. Nee, nee, nee. Sowas mache ich nicht. Das ist jedem frei überlassen. Klar würde mich das freuen, aber da fange ich erst gar nicht mit an. Alles eine Frage der Perspektive, dann mache ich das halt für dich. Leute, abonniert diesen Kanal, damit der da drüben bald die 1000 voll hat, aktiviert die Glocke und seid jeden Sonntag um 10 dabei, wenn wieder ein neues Video kommt. Ja, Dankeschön. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sebastian. Und euer Sebastian. Ja, das Ding nehmen wir jetzt hier mal lieber ganz schnell vom Tisch, bevor uns noch irgendjemand verklagt.